Berlin, Julian Siedlow, 38, ist zurück auf Instagram und hat die Lust an der Provokation offenbar nicht verloren. Der frühere Fitness-Influencer schwärmt neuerdings für Modelküken Leni Klum, 19. Immer, wenn man denkt, es könnte abgedrehter nicht werden, belehrt einen Julian Siedlow eines Besseren, nachdem der Instagram-Account des 38-Jährigen vorübergehend verschwunden und die angekündigte Wahrheitsoffensive ausgeblieben war, ist der Rocker Nutrition-Gründer zurück auf der Social-Media-Plattform. Und Siedlow wäre nicht Siedlow, wenn er sich nicht gleich wieder einen handfesten Skandal geleistet hätte. Auf die Fanfrage, wem er denn gern mal den Pfirsich, das Emoji steht für das weibliche Hinterteil, lecken würde, gab der Berliner in seiner Story eine klare Antwort: Leni Klum. Das Model, das gerade einmal halb so alt ist wie Siedlow, hat es diesem offenbar ganz schön angetan. Denn der Bashar-Kult-Anhänger legte gleich nach und postete ein Bild der umstrittenen Dessous-Werbung von Leni gemeinsam mit Mama Heidi Klum, 49. Dazu schrieb Siedlow: Heilige Mutter Maria Gottes, Jesus, Maria und Josef, Ali Baba und die 40 Räuber zusammen. Bitte vervollständigt meinen Satz in den Kommentaren, was ich gerne machen würde. Straight. Die angedeuteten Sexfantasien über eine 19-Jährige gingen vielen Nutzern zu weit, und es hagelte reihenweise Negativkommentare. Deine Fantasien mit solchen sehr jungen Damen, in meinen Augen noch ein Kind, solltest du wirklich für dich behalten, empörte sich ein User. Ein anderer empfahl, den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Julian Siedlow und seine neue Freundin suchen Sexpartnerin im Netz, daraufhin ruderte Siedlow zurück und goss zugleich noch mehr Öl ins Feuer. Zu einem weiteren Unterwäschebild von Leni Klum schrieb der Drogenbefürworter: nicht mein Geschmack. Einfach zu jung, stimmt's Männer? Wie aufrichtig diese Beteuerung ist, sei mal dahingestellt. So schrieb Siedlow in einem weiteren Beitrag in seiner Story: Liebe Ladies. Ihr glaubt also, dass euer Mann nicht gerne Leni Klums Pfirsich lecken würde? Das glaubt ihr, weil ihr eure sexuellen Träume begraben habt, sie euch nicht erlaubt und eure Kinder über euch stellt. Siedlows neue spirituelle Ehefrau, Kate Kosolowskaja, 25, scheint sich an den jüngsten Entgleisungen ihres Freundes nicht zu stören. Erst kürzlich suchte die Russin gemeinsam mit Siedlow im Netz nach einer Partnerin für Liebesspiele zu dritt. Wir wissen, hier nach Sexdates zu suchen, ist nicht erlaubt auf Instagram. Julian und ich suchen ein Mädchen, das mit uns in Dubai Kaffee trinken will. Also Mädels, wer will mit uns einen richtig heißen Kaffee trinken? Lautete der Aufruf, den die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story teilte. Ein Ende von Siedlows Selbstfindungstrip ist vorerst wohl nicht in Sicht. Seit der Trennung von Ex-Partnerin Alina Schulte im Hoff, 36, mit der er zwei Kinder hat, dokumentiert der selbsterklärte Vollzeit-Hippie sein neues Leben zwischen Drogen, Exzessen und Sexeskapaden ausführlich in den sozialen Medien.
should you find?